Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele Überlebende. Ja, und ich spiele auf Zuschauerwunsch mit den Perks Ablenkung, Roter Hering, Wildpferd und Objekt der Besessenheit. Und wir spielen, ich denke, gegen einen Doktor war's. Der Perk wird jetzt eher auf Verwirrung beim Killerstiften ausgelegt. Ne? Mit Ablenkung kann ich den Killer immer so ein bisschen dahin lenken, wo ich ihn gerne hätte. Mit Ablenkung kann ich den Killer auch immer dahin lenken, wo ich ihn gerne hätte. Mit Roter Hering kann ich den... Und mit Wildpferd kann ich mich im Zweifel schneller freiwegeln. So, und die werden dort hinten gejagt, hier in der Nähe. Ich weiß halt nicht wo. Er hat Wiegenlied und zermürbende Präsenz. Okay, also einen Doktor, der sehr krass auf Skillchecks baut. Dort hinten ist der. Weit genug von mir weg. Ich hoffe, ich schaffe den Jan. Ich sollte nicht allzu oft hinschauen. Gerade, damit er gerade halt nicht herkommen kann. Wahrscheinlich hat er noch Überladen oder solche Scherze mit dabei. Würde zumindest zu seinem Kit passen. So, hier repariere ich einfach weiter. Ich schaue ihn jetzt nicht an. Vielleicht hat er kein... Und Wiegenlied wurde zerstört. Vielleicht hat er halt kein Barbecue und ich will ihm da jetzt nicht die Informationen schenken, wo er als nächstes hingehen muss. Und repariere hier einfach weiter. Wo? So weit weg, dass ich ihn nicht mal mehr sehe. Okay, da wurde gerettet. Ich habe gleich den ersten Gen, das ist ziemlich... Okay, wir haben einen Gen gegen einen Haken bisher. Und da wurde jemand aus dem Schrank gegriffen. Oh je, mine. Ich weiß gerade gar nicht, war es ein Steve, der noch da war? Ich habe die Überlebenden am Anfang nicht so wirklich gemerkt. Nee, ich glaube, eine Claudette, oder? Naja, egal. So, Doktor kommt etwas in unsere Richtung. Näher in unsere Richtung. Das ist ziemlich gut, denn so lade ich Ablenkung auf. Ich weiß, dass er hier noch irgendwo sein muss. Er muss sehr nah sein. Okay. Ich werfe einen Pebble. Er hat gar nicht groß drauf geachtet. Und das meine ich. Er hat Überladen dabei. War jetzt mehr Glück als Verstand, dass ich den Skillcheck getroffen habe. Der ist ja winzig. Na gut, perfekt, der Doktor ist noch in unserem Herzschlagradius. Also, wir sind in seinem Herzschlagradius und können so wieder Ablenkung aufbauen. Das ging zwar gerade eben nicht so nach Plan, wie ich mir das gewünscht hatte, aber... Naja, wir können es wenigstens so ein bisschen wieder aufladen. Und wir schaffen, denke ich, den Gen, bevor er hier ist. Ja, das sollten wir schaffen. Kein Überladen für dich, lieber Doktor. Der wurde auch schon gerettet. Mensch, Leute, ihr seid schnell. Ich bin noch nicht in einer Jagd, entsprechend sammelt sich weiter Ablenkung auf. Es deckt sich, ihr wisst, was ich meine. Scheibenkleister, falsche Seite. Ja, Claudette, falsche Richtung. Ich muss am besten irgendwie es schaffen, die Jagd, dass ich aus der Jagd rauskomme. Ja, jagt die Claudette, perfekt. Jetzt kann ich Ablenkung nochmal aufladen. Ja, ist aufgeladen. Nice. Aber Doktor will mich. Okay, Doktor. Finde ich nicht so gut. Nee, er will mich gar nicht. Okay. Dort hinten schreit die Claudette auf in Wahnsinn. Ich repariere hier einfach weiter. Das Gute ist, das Wiegenlied der Jägerin ist schon weg, weil das hätte uns nochmal ziemlich nerven können. Zusammen mit Überladen. Ich meine, jetzt ist schon Überladen schwierig. Überladen und die Random Skill Checks. Upsi. Nicht Steve. Ich schaue hier weiter ab. Jetzt muss ich nur kurz warten. Ich würde gerne ihn mit Roter Hering dort nochmal veräppeln. Oh, der kommt in den Keller rein. Jetzt würde er wahrscheinlich gleich gegen den Gen treten.
Ja, und jetzt werde ich in den Schrank gehen und Rote Hering aktivieren. War eine dumme Idee, weil der Generator direkt beim Keller ist und der Doktor vielleicht da deswegen eine Sekunde früher hingegangen ist. Na gut, aber man lernt ja nur dazu, denke ich mal. Da habe ich, glaube ich, meinem Team jetzt mehr geschadet, als den Doktor verwirrt. Hat den Steve sich geschnappt. Also ich repariere hier einfach weiter. Er lässt den Steve liegen und kommt zu mir. Hat nicht geklappt. Verdammt. Der Doktor weiß, wie er schocken muss. Da waren wir gerade beide verwirrt. Sehr schön. Okay, hat den Steve zwar geslackt, aber... zwar niedergemacht, aber geslackt nur. Also nicht getunnelt. Und Steve wurde auch schon wieder aufgehoben. Perfekt. Ich muss sagen, es sieht zwar eigentlich gerade ganz okay für uns aus. Wir haben relativ viele Generatoren gemacht. Ist noch keiner tot. Aber so richtig will das Ganze auch nicht. Werde ich wieder gejagt? Doktor, bitte. Nicht mich jagen. Dachte ich mir. Dann nehme ich einfach den Weg, der dich noch weiter wegführt von allen anderen. Hier am besten durch, bevor der Schock mich trifft. Ja, nice. Hat er jetzt nur angetäuscht? What? Was? Das... Nein, was? Ich dachte, das wäre eine Illusion gerade. Hä? Oh, der war knapp. Hätte er fast verwandeln können. Er geht weg. Er jagt mich gar nicht weiter. Er denkt sich... Scheibenkleister. Er denkt sich vielleicht, ich habe vielleicht sowieso den Entscheidungsschlag noch. Und mache hier gerade sowieso nichts, weil ich in Wahnsinn treibe bin, während alle anderen reparieren. Könnte ich mir vorstellen. Verdammt, kann der mal aufhören? Ich würde jetzt gern... Hallo, Claudette. Na toll. Ich würde sagen, ich würde mich jetzt gern von dir heilen lassen. Ich höre jetzt wieder Fake-Herzschlag, denn ich sehe ihn dort hinten. Ich brauche also hier keine... Diese Skill-Checks. Und Wiegenlied der Jägerin wäre jetzt nochmal einen ganzen Zacken schlimmer, ne? Zum Glück wurde das Totem schon zerstört. Dass wir dahingehend wenigstens ein bisschen Ruhe haben. So, ich versuche jetzt den Djinn durchzuplauzen. Weil Doktor ist halt jetzt hier wirklich eher auf Anti-Djinn. Und wenn er halt mit der Jagd beschäftigt ist dort hinten, ist es besser, wenn wir hier so viel Trupp wie möglich machen und uns gar nicht erst mit Heilen aufhalten. Sie kann mich nach dem Gen heilen. Ich hoffe mal, dass die andere Überlebende oder Überlebende auch noch ein Gen macht. Und wir so vielleicht schon kurz vorm Ausgangstor stehen können. Magst du mich heilen? Okay, ich sehe ihn nicht mehr. Er muss in meiner Nähe irgendwo sein. Heilst du bitte weiter? Ich bin hier bunter angezogen und die Verletzte. Ne, Claudette, du musst mich ein bisschen schützen. Im Zweifel gehe ich klein. Und das war der letzte Gen. Wir haben dort ein Tor und dort ein Tor. Und dort oben haben wir einen Doktor. Er hat kein Know-It. Okay, er jagt dort hinten den Steve weiter. Ich werde mal einen Pebble werfen. Vielleicht lenkt ihn das irgendwie ab. Das hat ihn überhaupt nicht abgelenkt. Das war komplett nutzlos. Ich will nur ganz kurz zum Tor gehen und schauen, ob das Tor schon wenigstens auf 99 ist. Dort hinten haben wir eine Mac. Sieht so aus, als hätte sie das Tor vorbereitet. Perfekt. Jetzt jagt der Doktor die Claudette weiter. Vielleicht... Nee, ich schaff's nicht. Ich denke auch nicht, dass er hier durch eine Palette durchlaufen möchte. Er ist tot, verdammt. Ich muss jetzt laufen. Mac, zieh, mach das Tor auf, Mac. Ach, Mac ist hier irgendwo links von mir. Dort läuft sie. Wo ist Mac? Du musst jetzt durchziehen. Nice. Okay, wir kommen raus.
Ich lasse mich am besten rausschlagen. Und gebe so der Claudette nochmal Zeit, dass sie zum Tor findet. Und vielleicht so auch nochmal entkommen kann. So ein bisschen eine Sekunde kann man der Claudette ja schenken. Und dem Doktor gebe ich einen Schlag und der bekommt auch nochmal Punkte. Aufgabe geschafft, mit Jane entkommen. Wunderbar. Und Claudette ist gerade... Ach, sie ist am anderen Tor. Ich wollte gerade sagen, sie ist ziemlich aufgeschmissen, aber nein. Claudette ist am anderen Tor und sie hat jetzt eigentlich keinen Grund, nochmal irgendwie Zeit zu kosten. Dumm. Wieso rennt sie nicht einfach raus? Aber gut, naja. So, wir haben ein Pip gemacht. Mehr gejagt werden, mehr retten. Mühe mehr retten. Und, ja, mich nicht niederschlagen lassen, aber gut. So, das waren Killer und die Überlebende. Er hatte sogar den schillernden König mit dabei. Nicht schlecht. Und er hatte wirklich hier so einen richtigen Anti-Skill-Check-Perk-Bild dabei. Ansonsten auch noch weitere Reichweite, ne? Wir hatten Random-Skill-Checks, kleinere Skill-Checks. Gut, zum Glück, wirklich. Wir hatten richtig Glück, dass Wiegenlied schon früher weg war. Ja gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren. Oder würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!